Ihr lieben Leute, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Bausimulator. Ich habe mich gerade ein bisschen erkundigt, also der Herausgeber ist Astragon Entertainment, rausgekommen ist das am 20. September 2022. Also es ist Wahnsinn, also nicht einmal einen Monat, Leute. Und ja, jetzt müssen wir zur Harpe. Wir haben in der letzten Folge die Straße freigeräumt, obwohl da noch ein großer Schutt liegt. Den müssen wir, schätze ich mal, irgendwie wegräumen. Ich schätze mal mit diesem LKW da. Bin mir nicht ganz sicher. Harpe, was hast du zu sagen, lieber Kollege? Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Ja. Im örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Wir treffen uns dort. Ja, okay, Leute. Mach mal, Leute. Na super. Okay, na okay. Also, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So. Okay, Auftrag, es wird nicht angenommen, okay? Steige in den Pritschenwagen. Ja, also ich finde das so zu diesen Missionen und so eigentlich richtig gut gemacht. Ja, natürlich wird jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail gemacht, dass wir den auch aufladen müssen, den Generator und so. Sondern ihr habt gerade gemerkt, das ist da oben jetzt auf einmal, na bitte. Da ist er auch weitergearbeitet worden, irgendwie in der Zeitschleife quasi. Weil wir das nicht machen müssen. Ja, ist okay. Wir steigen ein. So, und ich fahre zum Supermarkt. Super-Dupermarkt. Leute, wo war das eigentlich? Super-Dupermarkt. Da war doch irgendein Spiel, wo Super-Dupermarkt hieß. Ich weiß nicht, wo das ist, gewesen ist, bei welchem Spiel. So, da ist der Supermarkt. So, okay, Baumaschine positionieren. Ja, dann fahre ich einmal da. Tankstelle entdeckt. Fortschritt, okay. So. Versetze den Pritschenwagen über das Kontextmenü F in den Funktionsmodus. Okay. Okay. Sehr gut. In Position bringen. Parke den Pritschenwagen neben einer Last und wähle im Kontextmenü F den Funktionsmodus das Zahnrad aus. Transportfähige Lasten haben immer einen sichtbaren Anhaltepunkt für den Kranhaken. Okay. Na, Entschuldigung, Leute. Gut. Der Generator muss ich jetzt platzieren, oder was? So, was haben wir? Fahrmodus? Nö. Bordwände öffnen, schließen. So, den Generator. Wie mache ich das jetzt? Okay, da öffne ich das auch, okay. Ah, nö, dann schließe ich das wieder, gut. Wie transportiere ich das daher? Muss ich da hingehen wahrscheinlich, schätze ich mal, ne? In Handbuch findest du von zu dieser Baumaschine eine Übersicht der Steuerung, kannst du den F1, okay. Ein- und ausblenden, F1. Vorwärts, rückwärts bewegen, links, rechts bewegen, rennen, springen, zurücksetzen, Construction View halten. Nö. Okay. Da muss ich da wahrscheinlich eh irgendwie nur die Ding machen. Muss noch mal einsteigen oder was? Ah! Leute, ich muss das da bedienen.
Ja, Leute, ich bin noch nicht ganz drin in dem Spiel, logischerweise. Ich habe das Spiel, also wie gesagt, nicht einmal noch bei irgendeinem anderen Let's Player oder Streamer oder irgendwas gesehen. Das habe ich absichtlich eigentlich nicht gemacht, weil ich mich wirklich blind an das Spiel machen wollte, Leute. Gut. Das heißt, ich kann wirklich nur einsteigen und das machen, Leute. So. F. Rotierende Lichter an, aus. Warnlicht, alle Lichter ausschalten, nicht einmal das Warnlicht ein. So, wie mache ich den Generator an jetzt? Das ist die Frage. 1 ist das Handbuch, ne? Transportfähige Lasten haben immer eine. Okay, passende Baumaschinen, der LKW ist okay. Um den Kranhaken auszufahren, müssen beide Ausläge mit W und Rauf vollständig aufgerichtet werden. Mit W und den Rauf, okay. Drehe mit D und A die Basis des Ladekrans. Am Boden wird der Indikator angezeigt, der dabei hilft, den Kranhaken zur Last zu führen. W und Rauf und D, okay, das muss ich halt machen, Leute, ne? Super, Leute! So, ich muss das einmal schauen, Leute. Leute! Sehr gut. Allein nö. So, und jetzt? So, wie mache ich das jetzt an? Ganz kurz noch, Leute. Am Boden W und Rauf vollständig aufgerichtet werden. Drehe mit D und A die Basis des Ladekrans. Okay, das habe ich. Den kann er gerade auch halten von Ding. Ein- und ausgefahren werden. Der Halter und die farbige Folge. Wenn sich der Kranhaken in Reichweite einer Last befindet, drücke nun die Leertaste. Gut, Leute. Na bitte, Leute. Es ist nicht so einfach hier. Leute, es ist nicht so einfach. So, wie stelle ich denn das jetzt runter? Sehr gut. Na bitte, Leute. Na, ist das mega? Jetzt muss ich das wieder zurück, oder was? Ja, Leute, ich zieh das wieder ein. Leute, es ist nicht so einfach hier. So, ich schalte den Generator jetzt einmal ein, Leute. Gut. Generator einschalten. Habe ich das nicht gut gemacht, Leute? Ah, Wahnsinn. Leute. Ja, der Supermarkt hat wieder Strom.
Sehr gut. Mit Harpe reden. Aber das war's sicher noch nicht. Servus, Harpe. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Ja, ich weiß es. Okay. Sehr gut. Die defekte Laterne entfernen. Na klar, muss ich machen, Leute. So, ich muss das einmal irgendwie entfernen da. Was haben wir da jetzt eigentlich? Ah, Kran, okay. Leute! Mit dem Kran geht es viel einfacher, oder wie? Oh, eine beliebte Marke. Liebherr. Krane werden auf Baustellen eingesetzt, um leichte A und mittelschwere Lasten B in erhöhte Position zu heben oder Betonarbeiten mit einem Betonkübel zu verrichten. Schnelleinsatzkrane und Turmdrehkrane funktionieren auf ähnliche Weise. Beide können sich um ihre eigene Achse drehen und bewegen Lasten an einem Kranhaken, der über die Laufkatze bewegt wird. Auf Baustellen können sie ausschließlich auf einem gekennzeichneten Kranplatz aufgebaut werden. Okay, kann man da vielleicht irgendwie... Krane werden auf Baustellen in einem gekennzeichneten Bereich aufgebaut. Stelle dich neben dem Kranplatz und halte G gedrückt. Okay, ich muss das einmal schauen, Leute. So, schaut einmal. So, ich muss einmal... Oh, ich bediene einen Kran, Leute. Hilfe! Ich bin Kranführer, Leute. Ah, okay, das zeigt er mal an. Okay. Leute! Ah, Hilfe! Ich musste ganz kurz schauen, Leute. So, und jetzt? Wartet mal ganz kurz. Also irgendwie... Ah, jetzt oder was? Leute, es ist nicht einfach. Sehr gut, Leute. Dann trage ich das einmal weg. Shift links rauf gedreht werden. Thank you.
Super, Leute! Na passt, Leute. Es wäre der Lichtabschnitt beendet. Steige in den Pritschenwagen. Na, Leute. Super, oder? Pritschenwagen. Also, Leute, yeah, das ist ein LKW und kein Pritschenwagen. Ist es ein Pritschenwagen? Es werde Licht beendet. Jetzt habe ich das hier runtergelegt. Genau, dann muss ich Materialien besorgen jetzt. Komponenten zurücksetzen. Das heißt F. Fahrmodus, Leute. Okay, müssen die Komponenten zurückgesetzt werden, Leute. Welche Komponenten? Ah, das mit dem Kran oder was? Ah, den Ladekran automatisch zurücksetzen. Das da. Leute, was ist das da? Fortschritt. Glück, du hast ein Sammlerstück gefunden. Leute, man kann das sammeln auch. Das ist ja cool. Also man kann da auch sammeln, Leute. So, F. Sehr gut. Das habe ich zurückgesetzt, ne? Okay, einsteigen. So, F und zurücksetzen. Genau. Und jetzt normalerweise. Sehr gut. Passt. War es gar nicht so einfach. Fahrer zum Baustoffhandel. Ja, also da muss ich jetzt zum Baustoffhandel fahren. Ja, diese Tipps, Leute. Ja, aber ich brauche sie noch zu Beginn, Leute. Diese Tipps. Weil ich kenne mich da, wie gesagt, nicht aus, Leute. So, Leute, zum Baustoffhandel. Wir müssen nämlich das Dach reparieren. Wir müssen das Dach reparieren, Leute. So ist es. So, da ist der Baustoffhandel, Leute. Sehr gut. Sehr passt, Leute. Natürlich ein Stapler bedienen. Leute, was glaubt ihr? Wahnsinn, echt jetzt. Baumaterialien verladen. Wenn du willst, kannst du die Baumaterialien genauso gut mit dem Gabelstapler aufladen. Oder du verwendest nochmal den Ladekran des Pritschenwagens. Stapler wäre mal ganz toll, Leute. Huh? Zum Beladen mit dem Gabelstapler müssen die Bordwände des Pritschenwagens geöffnet werden. Drücke G an der Ladefläche. Leute, dann musst du das einmal aufmachen hier. Wahnsinn. Sehr gut. Ich nehme. Ja, Leute, ich will mit dem Gabelstapler. Mit dem Gabelstapler fahren. Gabelstapler. Ja, das interessiert mich momentan nicht, weil ich möchte mal selber schauen, wie das jetzt ausschaut. Die Baumaterialien wurden eigentlich ganz gut. So, Leute. So, nach oben. Na bitte, Leute. So funktioniert das, ne?
So, schauen wir mal darauf. Na, ist das toll, Leute? Ja, Leute, ich will das nicht wieder mit dem Bridgewagen machen. Da habe ich schon was vorher vorab geladen und jetzt möchte ich einmal auch mit anderen Geräten fahren. Natürlich, will ich. So, ihr Lieben, das ist die Folge auch gleich wieder aus. Ich glaub's ja nicht. Sehr gut. Leertaste. Nach. Okay, muss ich näher am Boden. Um die Last abzuhacken, muss sie sich näher am Boden befinden. Na Leute, ich muss jetzt einmal da weiter nach oben geben. Sehr gut. Also das Dach reparieren müssen wir, Leute. Das ist einmal wichtig. Passt, Leute! Super! So, zumachen, Leute. Palette Dampfhole, Baumaterialien liefern. Das mache ich auf jeden Fall, Leute. So. Liefern mal, Leute. Liefern wir. Ja, Baumaterialien liefern. Das ist ja richtig cool. So, ihr Lieben, aber dann haben wir die Folge auch. Wir haben da ein bisschen was weitergebracht. Na, ist das toll. Wir haben die Laterne entfernt. Wir haben den Generator angeschlossen. Das ist super, oder? So, was soll ich da jetzt machen? Bauabschnitt und Reparaturarbeiten. Soll ich mich da irgendwo hinstellen oder so? Ah! Verstehe, ich muss das da hochladen. So, ihr Lieben, aber das und mehr in der nächsten Folge. Ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, wir haben ein bisschen was weitergebracht. Ja, der Supermarkt läuft bald wieder. Also Strom hat er schon wieder. Das Essen verdirbt nicht. Das ist gut. Ihr Lieben, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt. Bausimulator 2022. Macht's es gut. Euer Horsti. Horsti sage ich. Ja, ich bin der Horsti drüben auf meinem Horsti-Gaming-Kanal. Euer Simvogel. Ciao.